Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge des Arcadia Let's Plays, wo wir ja bei Xardas sein Turm sind, aber nicht zu Xardas gekommen sind und wir heute in den Dschungel reisen wollen, um die alten Ruinen zu finden, um vielleicht dort irgendwo den Tempel zu finden und sind da auf dem Weg hin und sollen einmal noch das Päckchen zu Yabo bringen und ja, sind hier auf dem Weg dabei gewesen, dass ich hier alles erkundet habe und wollen jetzt nach hier oben weitergehen und schauen mal, was wir heute so finden. Warte, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich hatte, glaube ich, aber alles getötet, ne? Genau, hier war das grafisch hochaufwendige Ecke. Das hatte ich gelootet. Ja, alles gemacht. Alles klar. Ich hätte nämlich, glaube ich, extra so noch ein paar Minuten länger gemacht, letzte Folge, damit ich hier einen sinnvollen Übergang habe. Ich habe wieder ein Lied im Kopf zu kotzen. Ach ja. Ja, es gibt nicht viel zu erzählen, wie immer. Ihr kennt das ja. Ich erzähle ja tatsächlich mittlerweile ja gar nichts mehr von meinem, ja, ich sag mal, Privatleben. Ich habe früher auch nie viel von meinem Privatleben erzählt, aber es ist ruhig geworden. So gewollt, ne? Von daher, ich weiß nicht, was ich Sinnvolles zu erzählen habe. Ich mache halt echt nur noch Let's Plays. Das ist halt wirklich so. Ich überlege, was mir alles abging. Mittlerweile nur noch Let's Plays. Kontakt zu allen ist abgebrochen. Ich reagiere mitunter manchmal absichtlich nicht auf Kommentare. Ich habe die abgeschottet. Ich mache nur noch Let's Plays. Ist doch schön, oder? So, wir wollen nach hier hinten alles erkunden. Soll ich kurz noch mal die Quest vorlesen, was wir machen? Ja, weil ich selber nicht weiß, was ich machen muss. Hackspion. Die Äbte haben dir offenbart, dass es einen Weg zum Tempel der alten Ruine im stefarischen Dschungel führt. Weit im Norden des Klosters, hinter dem schwarzen Schluchten. Hagenspion hat dir gegenüber einen bedeutenden Vorsprung. Du wirst dich also sputen müssen, wenn du vor ihm beim Tempel sein willst. Ah ja, stimmt, wir hatten ja diesen Spion. Ich finde es schade, dass wir an Xardas seinen Turm hier vorbeigelaufen sind. Ich bin auch gespannt, ob da noch ein Weg hinführen wird. Also es würde mich stark wundern, wenn nicht. Und ich muss ja sagen, dafür, dass das Ding so geil aussah und der Baum so aussah, sind wir da jetzt durch. Und ich bin gespannt, ob wir noch irgendwo weitere geile Landschaften finden, ob wir nochmal irgendwie zurückgehen zu gewissen Punkten. Oder ob das jetzt zum Beispiel im Tempel schon alles war. Also ob da jetzt auch nicht mehr kommt. Weil es wäre ein wenig schade. Ich meine, keine Katastrophe. Oh. Aber ein wenig schade, wenn das dort jetzt schon alles war. Ich meine, okay, bei dem Baumhaus, sag ich mal, da waren wir lange genug. Da würde ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Aber im Tempel war eigentlich so gar nichts. War ein wenig schade. Und wie gesagt, wir haben ja auch aktuell keine richtige Mainquest mehr. Die haben wir ja auch so ein bisschen verloren. Ich sag mal nicht, es ist keine mehr da. Irgendwie kommt mir halt sofort, dass wir die Grafik sich andauernd wieder austauschen. Andauernd wieder von matschig zu gut. Es ist nicht so, dass keine mehr da ist, aber so jetzt ein direktes Ziel vor Augen haben wir jetzt aktuell. Ja, also, dass wir kein Ziel vor Augen haben, wäre auch falsch. Die beste Formulierung wäre, wir haben keine Quest für ein direktes Ziel, sondern wir suchen halt immer noch den Tempel, aber so richtig, was wir da finden wollen, habe ich lange aus den Augen verloren. Also ich kann sein, dass es da eine ganz simple Aufgabe für gibt, aber, oh, es regnet. Aber ich habe das lange aus den Augen verloren. Eine Leiche. War das der Typi? Wir wissen es nicht. Da habe ich lange aus den Augen verloren, so analog so ein bisschen zu Witcher. War ja bei Witcher 3 auch so, dass ich irgendwann vergessen hatte, warum ich überhaupt noch unterwegs bin, weil die Welt so groß war. Weil ich das hier jetzt gar nicht so unbedingt sagen möchte, dass die Welt zu groß ist. Sondern hier hat das, denke ich, tatsächlich eher so den Grund, dass es ein unbedeutendes Ziel ist. Ich meine, ja, wir wollen den König töten, weil wir uns rächen wollen, weil er unseren weiblichen Gegenpart getötet hat. Ja, Business Story as usual, ne? Ich bin verliebt. Ja, wir müssen irgendwas töten, weil ich verliebt war. Also es klingt langweilig, nichts Besonderes, aber
warum wir jetzt den alten Tempel suchen, um den König zu töten, beziehungsweise um uns bei dem König zu rächen oder bei den Paladinen, die ja auch für den König arbeiten, das ist mir noch nicht ganz mehr im Kopf. Also, wie gesagt, nicht das Thema, dass ich es suchen soll, stört mich. Und auch nicht, dass die Story halt um eine Frau geht, das stört mich schon. Aber was soll's, ist halt, ne? Die meisten Menschen können halt mit Liebe klar, was soll's. Mich stört tatsächlich eher dieser Punkt, dass ich storytechnisch nicht ganz verstehe oder vergessen habe, warum ich den Tempel suche. Aber gut. Machen wir es nicht weiter heiß deswegen. Was mit dir hier? Wer bist du? Lauf mal von mir weg. Lud heißt er. Luddi. Das war etwas strange, aber okay. Hey, was ist los? Ah, die Bestie! Die Bestie! Ja. Alles klar. Mundanimation und Körperanimation passten perfekt zur Audiodatei. Da war die Audiodatei dreimal besser als das, was man in-game gesehen hat. Aber gut. Ach verdammt. Ich will keine Musik von mir her trödeln. Aber ich habe die ausgerechnet im Kopf. Ich muss mir gleich ein anderes Lied suchen. Nicht, dass ich die ganze Zeit den sexy Deal-Clip von Bibernator hier von mir her trödle. Weil ich den mal kurz mehr angeschaut habe. Kennt ihr das, dass ihr manchmal einfach Bock auf ein bestimmtes Video habt? Was euch gerade in den Kopf kommt? Ihr habt so irgendwie ein Archiv im Kopf von 2 Millionen YouTube-Videos. Ne? Und irgendwie fällt euch ein Video ein, ohne Anlass. Und da habt ihr gerade mal Bock, euch das anzugucken. Und dann schaut ihr euch das an. Und dann seid ihr glücklich. Kennt ihr sowas? Ist was auch? Schreibt's in die Kommentare. Meine leere Kommentarsektion. Da kann dann einer in 2 Jahren irgendwann mal bla reinschreiben. Und dann weiß ich, dass er das hier geguckt hat. Ich habe das tatsächlich manchmal, dass ich einfach irgendein Video im Kopf habe, wo ich gerade Bock habe, das zu gucken, und dann schaue ich mir das kurz an. Das sind mitunter gar nicht unbedingt lange, aufwendige Videos, von der Länge her zum Gucken. Das ist einfach so, ja, ach, gucke ich mir mal das kurz an, alles klar. Gut, hat Spaß gemacht, weiter geht's. Und dann habe ich so ein bisschen immer so eine halbe Stunde das Lied im Kopf, was in diesen, Musik in diesen Videos dann immer benutzt wird. So, hier habe ich irgendwo gerade schon gesehen, ist der Teleporter. Gut, dann gehen wir mal zu dem Teleporter und bevor wir hier diese Ecke weiter erkunden. Ja, hier geht es gar nicht weiter nach oben, alles klar. Jetzt wollte ich gerade sagen, dass es schön ist, dass es im Dschungel ja regnet und dann hört es auf mit Regnen. Eieiei. So. Teleporter. Wir nehmen dieses Mal die Quest hier gleich an. Na gut, töten wir den. Ich wollte eigentlich den hinter mir töten. Was soll's? Machen wir es so. Ich meine, hier wird die Höhle an, wird eine Höhle angezeigt. Na gut, was mit dir? Nein! Ted, du lebst! Du lebst! Ted? Ich bin tot! Die Bestie hatte ich gefressen! Meine Schuld! Es ist meine Schuld! Mein Messer! In deinem Bein. Messer? Komm jetzt nicht auf dumme Gedanken. Du willst dich rächen, nicht wahr? Deshalb bist du aus Miljas Reich zurückgekehrt. Verstehst du nicht? Ich hatte keine Wahl. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich. Du oder ich! Schafft er es irgendwann? Nee, er schafft es nicht. Na gut. Haben wir ihn auch getötet. Etwas strange, was er da von sich gegeben hat, aber das ist ja so gewollt.
So, das hier ist wahrscheinlich der Tempel, um den es geht. Den wir suchen. Kann ich hier aufschließen? Ja. Dann werden wir erstmal ganz kurz, bevor ich jetzt hier unten weitermache, hier oben den Dschungel noch so ein kleines Stückchen erkunden. Nicht vollständig, aber so ein klitzekleines Stückchen erkunden wir den mal noch. Einfach nur, um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Und überhaupt, ich habe hier noch einen Scavenger gesehen, den ich sonst übersehen hätte vermutlich. So, ich meine, dass wir in den Tempel rein wollen, dass der wahrscheinlich genau das Ziel ist, was wir suchen. Und das wahrscheinlich ist hier dann, vielleicht sich sogar die Story um den König aus erklärt. Könnte ja alles sein. Und daher zögern wir das mal ein bisschen hinaus. Um den Spannungsbogen zu erhalten. Nein, einfach nur, weil ich draußen zuerst erkunden möchte. Ich weiß ja nicht, ob der Tempel einen Ausgang auf der gleichen Seite hat oder ob der Tempel Ausgang auf der anderen Seite ist. Und. Deswegen aber kurz den Dschungel erkunden. So lange kann es nicht dauern. Und außerdem, XP ist immer gut, auch wenn ich mittlerweile schon viel zu stark bin, sind XP trotzdem immer gut. So. Einmal alles looten. Lag übrigens da ein Flüchtling rum. Naja. Das hat dann wohl nicht ganz geklappt mit den Flüchten, wenn er tot ist, ne? Keine weiteren Sprüche dazu. So sieht mir übrigens, hier oben ist ja irgendwo deine Stadt. Ich glaube hier, oder sie ist hier. Es sieht mir auch so aus, als würde es dann hier irgendwann zu dieser Stadt gehen. Die Frage ist, ist der Durchgang zur Stadt versperrt? Hier wohnt Jabo. Keinen Schritt weiter. Ja, perfekt. Dann wissen wir ja schon, wo die Grenze ist. Dann gehen wir später hier weiter. Perfekte Ecke und gehen erstmal in den Tempel. Und erkunden jetzt hier diesen kleinen Zwischenabschnitt. Was am meisten schade ist, wie gesagt, ist, dass wir uns eigentlich jetzt schon wieder sehr, sehr weit von Xardas seinen Turm verabschiedet haben. Und der ja eigentlich so mein primärstes Ziel gewesen wäre. Ach guck, das hätte ich fast übersehen. Ja gut, nicht super relevant. Also zumindest in meinem Kopf das primärste Ziel. Rein storytechnisch und vom Game her hat Xardas seinen Turm überhaupt keine Bedeutung. Also... Da, wenn wir jetzt Gothic 1, 2, 3 nicht gespielt hätten, wüssten wir gar nicht, dass das Xardas sein Turm ist und würden uns denken, ja gut, da war da halt ein Turm. Wurde nebenbei läufig mal erwähnt, dass man ihn nicht ausspionieren kann und dann ist uns eigentlich auch quasi schon wieder egal. Ne? Das Interesse an diesem Turm entsteht tatsächlich nur aufgrund dessen, weil ich halt die ersten drei Teile gespielt habe und weiß, dass mich Xardas interessiert. Hier geht's aber auch noch runter, wenn ich das richtig sehe. Oder geht's, ist das da oben eine Brücke gewesen, die ich gar nicht für voll genommen habe? Ach, guck mal, das da oben könnte dann... Also, ich sehe keinen oben. Aber das ist eine Brücke. Definitiv nicht als Brücke zu erkennen. Das sieht aus wie ein Tempelausgang. Das heißt, rein theoretisch gesehen könnte es sein, dass es hier reingeht und hier rausgeht. Und ich diesen Abschnitt doch noch erkunden kann. Das machen wir auch. Alles klar. Sehr gut. Zumindest hat sich das jetzt für mich gameplay-technisch so angefühlt. Werden es noch rauskriegen, wenn das falsch ist. Keine Sorge. Aber es sieht für mich zuerst mal so aus, als wäre es doch sinnvoller, erstmal noch zu Jabo da hinten zu gehen. Also nochmal Plan umdrehen.
So, und Jabu wollen wir ja eigentlich nur besuchen, weil wir ihm das Paket bringen wollen. Ich wüsste sonst keinen genaueren Grund, was uns Jabu ansonsten Interessantes geben bringen könnte. Also zumindest jetzt rein storytechnisch gibt es überhaupt keinen Grund, Jabu aufzusuchen. So, einmal alles looten. Weiß ich mal gar nicht, warum ich die ganzen Pflanzen hier pflücke. Ich mache damit eh nichts. Warum pflücke ich das? Manchmal verstehe ich meinen eigenen Kopf nicht. Hier ist jetzt die große Preisfrage. Wie groß ist hier die Ecke zum Erkunden? Da unten ist Jabu. Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich nicht weiß, woher bei Arcania dieser Drang von mir kommt, so detailreich zu erkunden. Ich weiß es wirklich nicht. Habe ich das schon in jedem anderen Spiel auch gehabt? Egal, wir reden erst mit den NPC, dann dafür diskutiere ich darüber weiter. Schon wieder so einer. Wo soll ich nur hin? Schon wieder so einer? Wer war denn vor mir da? Zuerst sind die Flüchtlinge aus Setari vorbeigekommen und wollten mein Gold klauen. Ha, denen habe ich's aber gezeigt. Hab sie davongejagt. Ja, das habe ich. Kaum war ich mit denen fertig, ist schon der Nächste vor der Tür gestanden. Mit dem war aber nicht zu spaßen. Wer? Wie sah er aus? Dreckige Stiefel hatte er. Ist einfach in meine Hütte und hat sich genommen, was er wollte. Für einen Kerl mit nur einem Auge konnte er ganz schön böse gucken. Er hat eine Augenklappe? Ja, das hatte er. Der Mann mit der Augenklappe. Wo ist er hin? Der hat dumm geflucht, als ich ihm erzählt habe, dass es hier nicht weiter nach Norden geht. Wo ist er hin? Wieder nach Süden, die Bergflanke entlang. Wollte durch die Ruinen. Der ist jetzt tot. Wilde Bestien gibt's da drin. Was ist denn los? Ich hab mir letztens einen Wachhund zugelegt für mein Gemüse. Aber der ist nicht brav. Nein, brav ist er nicht. Ein Wachhund? Hier? Ja, hab ihn aus einer Höhle gelockt. Der lässt niemanden an meine Hütte ran. Auch mich nicht, leider. Na schön. Schätze, ich kann den Hund für dich vertreiben. Ja, ich hole in der Zwischenzeit eine Belohnung. Wo ist denn dein Kräutergarten? Bei meiner Hütte. Nicht weit im Nordwesten von hier. Bin gleich wieder da. Egal wie groß er auch sein mag, ein Hund ist für mich kein Problem. Hier, ein Paket mit Gemüsesamen. Oh, gut. Ich hab Gold. Aber du musst warten. Warten? Worauf? Ich schluck's immer runter wegen der Flüchtlinge. Es dauert nicht mehr lange. Dann hast du dein Gold. Nein. Behalt's ruhig. Oh, bist du ein Wohltäter, wie? Für die habe ich was ganz Besonderes. Hier! Danke. Wo hast du das hier aufbewahrt? Halt, ich will's doch nicht wissen. Wie du willst. Oh Mann. Alles klar. Kochrezept für Fleischwanzen-Ragout erhalten. Gut, wir sollen also seine Hütte noch clearen. Rezept lernen wir noch fixen. Das machen wir nächste Folge. Und dann
gucken wir hier mal weiter. Es ist ja, denke ich, schon klar, was abgeht. Und ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, wenn ihr mich schreibt ein Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag mir zum Schluss. Tschö mit Ö.